In diesen drei elektronischen Blasinstrumenten gibt es fast 90 verschiedene Saxophon-Sounds. Und damit du hören kannst, wie ähnlich oder wie unterschiedlich diese Sounds klingen, habe ich einige davon in diesem Video zusammengestellt. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph und auf diesem Kanal findest du Videos zu elektronischen Blasinstrumenten wie diesem Roland Aerophone AE10, dem Akai Eevee Solo oder dem Yamaha YDS-150. Falls dich das interessiert, dann lade ich dich herzlich ein, meinen Kanal zu abonnieren und diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Heute möchte ich die Saxophon-Sounds des Yamaha YDS-150, des Eevee Solo von Akai und des Roland Aerophone AE10 miteinander etwas vergleichen. In diesen Instrumenten gibt es natürlich noch diverse weitere Sounds, aber ich habe gedacht, für einen Vergleich und damit du einen Eindruck erhältst, wie sich diese drei Instrumente im Klang unterscheiden, eignen sich die Saxophon-Sounds sehr gut. Vorausschicken möchte ich zu diesem Video, dass ich die Sounds bei diesen drei Instrumenten für dieses Video nicht bearbeitet habe. Das heißt, was du hörst, sind die Werkseinstellungen der Instrumente. Und falls das dein erstes Video ist, das du von mir siehst, möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass ich kein Profimusiker bin. Musikalisch ist das, was du in diesem Video hörst, also sicher nicht perfekt. Beginnen möchte ich mit einer kleinen Übersicht über die Anzahl der Saxophon-Sounds, die in diesen drei Instrumenten enthalten sind. Grundsätzlich sind die Saxophon-Sounds bei allen diesen Blaswandlern aufgebaut auf einem Sopran, einem Alt, einem Tenor oder einem Bariton-Saxophon-Sound oder es gibt Kombinationen verschiedener Sounds. Am meisten Sopran-Saxophon-Sounds gibt es mit 11 Sounds beim Yamaha YDS-150. Das Roland Aerophone AE10 und das Akai Eevee Solo haben je 3 Sopran-Saxophon-Sounds. Auch bei allen anderen Sounds ist das Bild dann sehr ähnlich. Beim YDS-150 gibt es immer am meisten davon im Vergleich zu den anderen zwei Instrumenten. Schaut man dann das Total der Saxophon-Sounds an, dann schwingt logischerweise auch das YDS-150 oben aus. Es hat 56 Sax-Sounds. Das Roland Aerophone AE10 hat total 17 und das Akai Eevee Solo 13. Beim Total aller Sounds ist es dann genau umgekehrt. Dort liegt das Eevee Solo vorne, gefolgt vom Roland Aerophone AE10 und vom YDS-150, das neben den Saxophon-Sounds nur noch sehr wenige andere Sounds in der Soundbibliothek integriert hat. Bei allen diesen drei Instrumenten gibt es Sounds, die dem klassischen Saxophon entsprechen sollen. Und diese Sounds habe ich genutzt für das erste Beispiel, das du jetzt dann gleich hören wirst. Gewählt habe ich einen Marsch von Sousa für Saxophonquartett. Und falls dich die Noten interessieren, dann habe ich den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich habe die Noten von Sheet Music Plus. In diesem ersten Beispiel gefallen mir die Sounds des Aerophone AE10 am besten. Die Klänge haben für mich am meisten Charakter und insgesamt wirkt der Klang für mich am abgerundetsten. Das mag aber vielleicht daran liegen, dass der Sound beim Aerophone AE10 am meisten Hall enthält. Und im Vergleich dazu klingen dann die beiden anderen, das YDS-150 und das Eevee Solo, eher etwas trocken. Und beim Eevee Solo empfinde ich den Sound auch eher etwas synthetisch und blechern. Aber am besten machst du dir selbst einen Eindruck mit diesem ersten Beispiel. Thank you.
Mehrzahl der Saxophon-Sounds bei diesen drei Blaswandlern sind Einzelsounds, also Klänge von einzelnen Saxophonen. Es gibt aber auch einige Ensemble-Klänge, also Sounds, bei welchen zum Beispiel ein Alt-Saxophon-Sound mit einem Tenorsaxophon-Sound kombiniert wird oder ein Sopran-Saxophon-Sound mit einem Bariton-Saxophon-Sound und so weiter. Im nächsten Beispiel habe ich die Pop-Saxophon-Sounds genutzt, die es beim Roland RFO-9-10 gibt und auch beim Yamaha YDS-150. Das Akai Iwi Solo hat keine Sounds, die einer bestimmten Stilrichtung zugeordnet werden. Ich habe für dieses Beispiel deshalb die Soft-Saxophon-Sounds beim Akai Iwi Solo genutzt. Die Noten zu diesem zweiten Beispiel habe ich wiederum von Sheet Music Plus und falls dich das interessiert, findest du unten einen Affiliate-Link in der Videobeschreibung. In diesem zweiten Beispiel gefällt mir im Unterschied zum ersten Beispiel der Klang beim Aerophone AE10 am wenigsten gut. Der Pop-Saxophon-Sound beim AE10 ist schon sehr dünn, finde ich, und ziemlich synthetisch. Das Akai Iwi Solo klingt dann im Vergleich eher etwas dumpf, aber dadurch wirkt der Klang für mich auch runder als beim Aerophone AE10. Eindeutig am besten finde ich aber die Pop-Saxophon-Variante beim Yamaha YDS-150. Bei diesen Instrumenten gibt es neben den sauberen Saxophon-Sounds natürlich auch noch Klänge, bei welchen der Saxophon-Sound mit einem synthetischen Effekt kombiniert wird. Also es gibt zum Beispiel Overdrive-Effekte oder verzerrte Saxophone und so weiter. Persönlich nutze ich diese Sounds eigentlich nie, aber damit du hörst, was das für Möglichkeiten gibt, auch hier noch einige Beispiele dazu. Als letztes Beispiel habe ich Autumn Leaves für Saxophon-Trio ausgewählt. Die Noten dazu bzw. den Link findest du wieder unten in der Videobeschreibung.
Und in diesem Beispiel hört man aus meiner Sicht wieder sehr gut, dass das Aerophone AE10 am meisten Hall im Klang enthält. Der Sound bei diesem Beispiel gefällt mir aber beim Aerophone AE10 wieder ziemlich gut. Und auch das YDS-150 hat aus meiner Sicht einen guten Klang. Etwas dumpfer, etwas trockener als das Aerophone AE10, aber durchaus in Ordnung, finde ich. Der härteste Klang ist eindeutig beim Akai Eevee Solo vorhanden und der gefällt mir auch am wenigsten gut. Die Sounds bei diesen elektronischen Blasinstrumenten sind für mich natürlich kein Ersatz für den Klang eines richtigen Saxophons. Möglicherweise hast du bei den meisten dieser Sounds gedacht, naja, so wirklich wie ein Saxophon klingen sie nicht. Und das gilt dann auch für andere Sounds, die in den Instrumenten gespeichert sind. Ob das nun eine Geige ist oder eine Trompete oder eben ein Saxophon, es ist immer eine mehr oder weniger gute Annäherung an das Original. Auch wenn diese Instrumente das richtige Saxophon nicht ersetzen, finde ich es doch extrem faszinierend, wie schon nur jetzt bei diesen Saxophon-Sounds die unterschiedlichsten Varianten und Klangcharaktere vorhanden sind bei diesen Blaswandlern. Und das macht es so faszinierend für mich, mit diesen Instrumenten zu spielen. Für mich klingen die Saxophon-Sounds beim Akai Eevee Solo im Vergleich zu den anderen beiden Instrumenten eindeutig am synthetischsten. Das Akai Eevee Solo gefällt mir deshalb in dieser Hinsicht am wenigsten gut. Bei den anderen beiden hat es in der integrierten Soundbibliothek aus meiner Sicht durchaus brauchbare Saxophonklänge. Beim Aerophone AE10 von Roland enthalten die Sounds für meinen Geschmack etwas viel Hall, wenn man die Sounds so übernimmt, wie sie in der Werkseinstellung gespeichert sind. Und deshalb ist beim YDS-150 wahrscheinlich die Chance am größten, dass du brauchbare Saxophon-Sounds findest. Ganz einfach aus dem Grund, weil es mit Abstand am meisten Auswahl an Sax-Sounds hat im Vergleich zu den anderen beiden Instrumenten. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video einen guten Überblick geben über die verschiedenen Saxophon-Sounds, die diese drei verschiedenen elektronischen Blasinstrumente bieten. Für heute war es das. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.